Die Tagesthemen feiern heute Geburtstag. Seit genau 20 Jahren bietet die Sendung den ARD-Zuschauern seriös aufbereitete Hintergrundinformationen über die wichtigsten Ereignisse des Tages. Moderatorin Gabi Bauer sieht, wie ihre Tagesthemen einst begannen und kriegt zunächst was zu hören. Ein bisschen Papier knistern, weil die Mikrofone schon offen waren, aber dann lief alles prima. Am 2. Januar 1978 für Moderator Klaus Stephan und Sprecher Karl-Heinz Köpke. Willkommen zu Tagesthemen. Na, es sieht schon nach 70er Jahren aus. Also das Design wäre natürlich heute nicht mehr drin, obwohl wir uns ja immer nur sparsam verändert haben. Aber man merkt schon über 20 Jahre einen großen Sprung. In zwei Dekaden saßen viele Journalisten auf dem Tagesthemenstuhl. Doch trotz wechselnder Gesichter und ob aus Hamburg oder Bonn, das Konzept bleibt dasselbe. Die Philosophie ist, Hintergründe zu den Hauptnachrichten des Tages zu liefern, möglichst eine große Bandbreite an Hintergrundmaterial und Hintergrundstücken zu den Themen aufbereiten. Reporter und Moderatoren eines Nachrichtenmagazins müssen zuweilen über Unerfreuliches berichten. Während des Golfkriegs hieß es Nerven behalten. Und auch sonst mussten selbst Fernsehprofis mit unerwarteten Reaktionen auf ihre Fragen rechnen. Die Studenten haben keine konkreten guten... Menschen und Fakten, 20 Jahre, Tag für Tag. Machen Sie es gut, wenn Sie mögen. Bis morgen und schönen Abend noch.